reinfahren, sieht man dann schon so eine Glastüre, wo der Eingang steht, um zu dieser zu kommen. Hinterm Bus rundherum gehen, einsteigen, damit man dann wieder vor dem Fahrzeug. Ganz wichtig auch im Bus, nichts liegen lassen, alles mitnehmen, weil der Bus, der wird auch kontrolliert. Ja, nach dieser Kontrolle treffen sich dann alle wieder hier bei mir. Besteht aus einer Flugnothalle, einer Gebäudebrandhalle sowie aus Verwaltungsbüros. Und vor dieser Flugnothalle das erste Flugzeug, das man sich von der Nähe anschauen können, nicht mehr flugtauglich, ein Oldtimer, ist eine Saab 29. Wird auch fliegende Tonne genannt. Wurde dann abgelöst von der Saab 105. Ja, und jetzt machen das Ganze die Eurofighter. Pro Schicht stehen 17 Mann im Einsatz. Sie sind innerhalb von 3 Minuten bei jedem Pistenende und innerhalb von 4 Minuten bei jedem Gebäude am Flughafen. Am Flughafen gibt es mehr als 50.000 Brandmelder und mehr als 3.000 Feuerlöscher. Sicherheit hat am Flughafen allerhöchste Priorität. Hangar 1 ist 6.000 Quadratmeter, Hangar 2 ist 9.000 Quadratmeter und Hangar 3 sogar 10.000 Quadratmeter groß. Das Glück, dass hier die Hangartore weit offen stehen, dass man das Flugzeug reinstellt, da so in 1-2 Minuten erledigt, dann wird das Tor dann sofort wieder geschlossen worden. Des größten Hangars übrigens jedes Mal rund 1.000 Euro. So hoch ist der Energieverlust, der durch die hereinströmende kalte Luft entsteht. So, ich probiere es bei der Rundfahrt ein bisschen gerecht aufzuteilen, dass man einmal links oder rechts etwas zu sehen bekommt. Mit dem Bus werden wir nicht umfliegen. Aber natürlich gilt das Ganze umgekehrt genauso. Hat Platz für 150 Passagiere. Fluggewicht 95 Tonnen und hat dann schon Platz für 200 Passagiere. Hangar 3 kann gemietet werden und war 2011 der Austragungsort des Davis Cup Tennisturniers Österreich gegen Frankreich. Also wenn so ein Flugzeug neue Triebwerke bekommt oder diese repariert werden, bevor es damit starten darf, muss das Ganze ausprobiert werden. Im Außenbereich hier auf der technischen Basis noch weitere 2 Flugzeuge abgestellt, diesmal auf der linken Seite, Boeing 737. Ja, ist schon eine ältere Boeing 737, aber die ist auch ein besonderes Flugzeug, weil die Boeing 737, diese Serie, die gibt es schon zig Jahre. Und diese 737 ist das meistverkaufteste Flugzeug weltweit. Also Boeing 737 als Privatflugzeug. Sogar einen Privatjet chartern. Natürlich inklusive Crew und VIP-Catering, der sie jederzeit überall hinbringt. Ja, das wäre jetzt möglich bei der Firma Jet Allianz oder den anderen beiden, die hier ansässig sind, sich so ein Flugzeug auszuborgen, anzumieten. Muss aber schon dazu sagen, das ist dann nicht wirklich allzu günstig. Ja, das kostet dann so um die 4.000 Euro. Aber um die 4.000 Euro hat man das Flugzeug dann nicht übers Wochenende, auch nicht einen Tag lang. Das ist dann der Preis für eine einzige Stunde. Ja, macht es dann alle billiger, wenn ich dazu erwähne, der Treibstoff, der wäre dann auch schon inkludiert. Aber vielleicht für die Damen interessant, der Pilot, der wäre dann auch schon dabei. Durch die enorme Hitze, die da entsteht, schmelzen diese Stahlträger innerhalb von nur 7 Minuten in sich zusammen. Flugzeuge dann in Sicherheit zu bringen. Jetzt will ich Ihnen auch noch vorstellen, das ist eine Gulfstream. Da sagt man, das ist der Mercedes unter den Kleinflugzeugen. Also so eine Gulfstream besitzt auch Arnold Schwarzenegger als sein Privatflugzeug. Wo die Agenten in der Weltgeschichte herumreisen, dann wird dieser Flugzeugtyp auch gerne aus Kulisse verwendet. Und dieser Mercedes oder Rolls-Royce unter den Flugzeugen, den ausbauen, das wäre auch möglich. Da sind wir dann schon bei 7.000 Euro die Stunde. Also das wäre dann das Passende für nächsten Muttertag. Das Trainingszentrum für Piloten.
Jeder Pilot muss mehrmals im Jahr in einem Flugsimulator verschiedene Flugmanöver durchführen. Simpel ausgedrückt ist der Flugsimulator ein hochtechnisches Gerät, das Können und Reaktionszeit der Piloten und Pilotinnen testet. Also so ein Pilot muss mindestens zweimal im Jahr so einen Simulationstest über sich ergehen lassen. Und es hat da ganz strenge Richtlinien bei diesen Tests. An diesen Flugsimulatoren einmal einen schlechten Tag und schafft den Test nicht, dann bekommt er eine zweite Möglichkeit, den Test zu wiederholen. Schafft er die Wiederholung auch nicht, dann heißt es Bodenpersonal. Ja, so böse Zungen behaupten auch die Piloten, die es da beim zweiten Mal nicht geschafft haben, das sind dann am Vorfeld die Busfahrer. Die Beladung für die Frachtflugzeuge benötigt, aber eigentlich ist diese Asphaltwanne ein Schneeabladeplatz. Weil man wird dann gleich feststellen, kurz nach dem Start drehen dann alle Flugzeuge, die diese Richtung starten oder Richtung Westen halt starten, dann nach links weg. Da hat der Pilot die Anweisung, sein Flugzeug in einer Höhe von 1000 Fuß, das entspricht ungefähr 300 Höhenmeter, dann nach links wegzudrehen, um das Startgebiet von Wien nicht zu überfliegen. Das hat sicherheitstechnische Gründe und natürlich auch Umweltgründe, also sprich Lärmbelästigung über ein Ballungsgebiet muss vermieden werden. Und rechts wegdrehen, das wäre dann auch keine Option. Unser Nachbar, die OMV, die sind dann auch nicht sehr erfreut, wenn dann die Flugzeuge in der Startphase über die Öltanks dann drüber fliegen. Wirklich Schwierigkeiten, weil der muss sehr genau an ganzen Flugrouten, Höhen, alles ganz genau halten. Da geht es jetzt nach Zürich. Da geht es jetzt weiter. Auf der rechten Seite wieder der nächste Start, diesmal ein Turboprop-Flugzeug. Eine Dash 8-400 hat Platz für 80 Passagiere. Mit dieser Ausrüstung Kostenpunkt so um die 15 Millionen Euro. Flugscheinwerfer und das andere eine Wärmewindkamera. Der Whitebody, eine Boeing 767. Hat Platz für 240 Passagiere, maximales Abfluggewicht 190 Tonnen. In 767 und da gibt es noch 5 größere, 5 777. Und mit etwas Glück werden wir so eine 777 im Laufe der Rundfahrt auch noch zu sehen bekommen. Landen ca. 30 Frachtmaschinen am Flughafen Wien. Das war 1954, also mittlerweile vor 61 Jahren, das erste und einzige Gebäude hier. Also hier hat der ganze Flughafen begonnen. Das war der Tower auf die Rollgasse rausgepusht. Das Flugzeug ist schon lange da in der Gepäckausgabe. Das, was jetzt noch ausgeladen wird, das sind jetzt Frachtcontainer. 30 Gepäckstücke. Und vorne deshalb die Frachtwirt, das ist auch das erste, was dann wieder reinkommt ins Flugzeug. Das ist an diesem Pier unser kleinster 7-Octanego Airline Dreamliner. Das ist nicht die Größe, der hat auch Platz für 250 Passagiere, also eine ganz normale Größe für ein mittleres Großraumflugzeug. Das Besondere an diesem Dreamliner, das ist die Bauweise. Wurde hauptsächlich aus Kohlenfaserstoff gebaut, ein sehr leichtes, stabiles Material. Und durch das, dass das Flugzeug jetzt sehr leicht ist, erspart er sich auch viel Treibstoff. Und dieser Dreamliner ist um ein Drittel leiser als vergleichbare andere Flugzeuge dieser Größe. Rechts, da steht jetzt so eine Boeing 777. Ja, die hat jetzt schon Platz für 310 Passagiere. 18,5 Meter Leitwerkshöhe, das ist dann auch schon so hoch wie ein fünfstöckiges Wohnhaus. Maximales Abfluggewicht dann schon 280 Tonnen.
dass dieses Flugzeug mit dem enormen Gewicht von hier abheben kann, das sind zwei Faktoren sehr entscheidend. Zum einen mal die Flügelfläche über 400 Quadratmeter, also da würden sich schon ein paar nette Wohneinheiten drauf ausgehen. Also zum Vergleich, unser Bus hat eine Höhe von 4 Meter. 4,17 Meter. Ja, und wie man sieht, dieser Pier, der wird auch jetzt ASA-Pier genannt, das ist die Abkürzung für Austrian Star Alliance. Nutzen der Austro Control ihren Dienst. Pro Schicht überwachen 7 bis 9 Damen und Herren in einem Radius von 20 Kilometer und bis 1000 Meter Höhe den gesamten Flugverkehr um den Flughafen. Die Fluglotsen sprechen direkt mit den Piloten und geben ihnen alle wichtigen Informationen, die für einen sicheren und reibungslosen Flugverkehr notwendig sind. In einem unteren Stockwerk werden alle An- und Abflüge im Luftraum von Niederösterreich und bis 8000 Meter Höhe überwacht und betreut. Hier zum Beispiel rechts gleich an diesem Pier gerade geketert wird. Das ist jetzt der Flug nach Abu Dhabi. Und da kann es durchaus sein, dass der Flanicki mit dem Flugzeug kurz vorher von Madrid oder Deutschland oder Italien zurückkommt und dann nach Abu Dhabi weiterfliegt. Und dann dockt das Flugzeug hier an diesem Pier an. Das ist dann der Pier für internationale Passagiere. Durch das aber Schengen-Passagiere mit an Bord sind, wird dann nicht angedockt, sondern dann werden die Passagiere mit dem Bus abgeholt, zur Schengen-Ankunft gebracht, eben dass sie keine Passkontrolle haben. Zeit noch Geld, im wahrsten Sinne des Wortes, am Boden lassen. Flugzeit nennt man jene Zeit, die ein Flugzeug auf Position steht. Mehrfach ausgetauscht worden, neuen Lackierung. Also das Austrian Airlines gerade dabei, ihr Design zu wechseln. Der blaue Bauch, die blauen Triebwerke, die fallen jetzt weg. Auf dem Weg zur Startbahn machen und dann in einigen Stunden dann in Chicago landen. Der Flug nach Chicago. Fliegt nach Taiwan. Vor uns rechts jetzt diese runden weißen Behälter. Auch noch ganz interessant, das ist unser Tanklager. Hier drin lagern jetzt 6 Millionen Liter Kerosin. Kerosin, der Treibstoff für Flugzeuge, den kann man ungefähr vergleichen mit einem Dieseltreibstoff oder mit Petroleum. So, jetzt zu dieser 777. Genau, mit dem Flugzeug kommen die Handys, die Blumen, irgendwelche ganz exquisiten Lebensmittel. 18,5 Meter Leitwerkshöhe, das ist dann auch schon so hoch wie ein 5-stöckiges Wohnhaus. Tragflügelfläche dann schon über 400 Quadratmeter, also da würden sich auch schon ein paar nette Wohneinheiten drauf ausgehen. Ein so ein Triebwerk, nur ein Triebwerk, 10 Millionen Euro. Und das ganze Flugzeug dann um die 140 Millionen. Also bei uns können die Tankfahrzeuge innerhalb von einer Minute 4000 Liter Treibstoff in die Tanks des Flugzeugs einpumpen.